Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City. Wir waren hier in dem Schornstein dieses komischen Gebäudes und waren auf dem Weg zu Joker. So, dann wollen wir uns mal auf die Suche nach dem komischen Vogel machen und ein wenig was über Protokoll 10 herausfinden. Ja, RT während des Laufens, okay. So, darüber, da hoch, da lang. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Aha. Ich weiß schon wie. Und zwar machen wir jetzt so. Nicht ganz. Batclaw auswählen. Zieh. Oh, jetzt ist alles ein bisschen runtergekühlt hier. Alles klar. Weiter geht's. Alles fällt hier auseinander. Ja, das ist ja schön. Auf Geländer gehen. Also ich muss wohl hier lang, jo. Und dann? So, und jetzt darüber, ne? Yeah. Sehr schön. Das hat ja gut funktioniert. Weiter geht's. Jetzt ballern wir hier mal diesen Ding hier weg. So, jetzt können wir hier runter. Ah, wo sind wir hier? In der Ladebucht zum Beispiel. Ja. Warum macht man bitte schön einen Schalter so hoch? Er hat denn diese Idee? Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Tja, hättest dich mehr anstrengen sollen. Oh. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Stirb, stirb. Komm rein, Mr. Hammer. Harley? Komm, Mr. J. Mr. J. Hammer, Hammer. Komm ich hier weiter? So hier. Hä? Oh, 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 weiter. Ah, hier durch die Gänge rumzuschleichen. Ach du Scheiße. Halt! Planänderung. Bring sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leiden. Oh. Du kommst mit uns mit. Raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Der Holt ihn her! Aha. Erste Person. RT halten. Ich weiß nicht, was das sein soll. Erste Person. Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat denn mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch.
Joker ist vermutlich schwer. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Also sehr normal aussah. Ja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Echt? Er will mich verarschen. Ist aber blöd. Ist auch nicht nett von ihm. Batman ist tot. Hm? Gut. Angeblich wurde Wayne hergebracht. Legen wir ihn als nächstes um. Batman ist tot? Wer hat denn das gesagt? So, das ist hier der Ausgang. Okay. Ich dachte, ich wäre tot. Boah, Jugend! Das dauert nicht lange. Ach, schade. Die Kombo ist vorbei. Das wäre jetzt aber cool geworden. Au. Das wird wehtun, Büschel. Bam, ins Knie. In den Kopf. Da ist noch einer. Komm her. In your face. So. War doch gar nicht so schwer. Und sehe ich Joker endlich? Was nee, zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Ja, sollte ich eigentlich. Du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen? In Sicherheit? Verbrennen? Was heißt hier verbrennen? Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Rette Ärzten vor Jokers Handlung. Ja. Da bin ich, jo. Und da muss ich hin, also bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. Was ist das denn hier? Kann ich damit irgendwas machen? Kryptografische Sequenzer benutzen. Passiert da irgendwas? Nee. Richtig, Gotham. Was Sie hier sehen, sind dramatische Bilder der aktuellen Geschehnisse live aus Arkham City. Der ganze Glockenturm scheint explodiert zu sein. Wie und warum es dazu kam, ist zurzeit noch unbekannt. Wir wissen zurzeit nur, dass Batman sich anscheinend auch innerhalb der Mauern von Arkham City aufhält. Wieso er dort ist? Zurzeit lässt sich darüber nur spekulieren. Ist Batman mit Professor Strange und seinen Plänen für Arkham City unzufrieden? Plant er etwas dagegen zu unternehmen? Nun, es wird sich zeigen. Bestätigt, Zentrale. Bin auf Abfangkurs. Naja. Stufenaufstieg. Juhu. Ausrüstung. Weg damit. Batclaw entwaffnen. Was ist das? Oh. Nee, will ich aber nicht. Kampf. Batschwarm. Als Spezialkombo.
Ich könnte auch für Catwoman was freischalten, aber weiß, wie oft ich die noch spielen werde, ne? Wahrscheinlich gar nicht so oft. Kugelsichere Panzerung. Schockwellenangriff. Ja, machen wir. Wir holen uns jetzt mal die Schockwelle. Naja, das hat ja viel gebracht. Okay. Oh Mann. Hallo? Was? Ist das Ding an? Hör zu. Wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du, dem geht's gut. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag einfach, dass du nichts dazu sagst und danach schießt du ihm ins Gesicht. Okay? Okay. Lasst uns die Ärztin retten. Tür öffnen. Hallo? Tschu. Scanne Trophäen, die du zurzeit nicht erreichen kannst, um sie auf Karte markiert, um sie später abzuholen. Wo sind Trophäen, die ich zurzeit nicht abholen kann? Hier. Linke Button. Halten Trophäe scannen. Kann ich noch nicht machen, weil... Warum denn nicht? Rauchbombe. Hier. Kryptogarischer Sequenzer. Ohne die Codes der Stadtverwaltung kann ich nicht darauf zugreifen. Achso. Okay. Hat sich erledigt. Dann machen wir halt weiter. So, wo geht's hier lang? Ne? Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Der einzige Vorteil, davon eingesperrt zu sein, sei, dass Batman da draußen ist. Du weißt schon, in Gotham. Hast du Angst? Oh. Nein, Angst nicht gerade. Er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf der Harley. Dann fahre ich auf der Harley. Man wird nicht übermütig. Batman ist gefährlich. Und Harley erst recht. Benutze aus, um unbemerkt hinter Gegner zu gelangen. Okay. Nack. Stirb. Ganz und? Ohne Geräusche. Wie oft hast du Batman schon gesehen? Sagte ich doch. Zu oft. Und wie oft hast du dir dabei in die Hose gemacht? Das ist jetzt auch egal. Jetzt ist er eh erledigt. Tja. LLA durch Fenster springen. Warum sollte ich jetzt durch ein Fenster springen? Kann ich nicht einfach die Tür nehmen? Tada! Hallo! Keine Objekte umgeben. Durch die Tür komme ich ja anscheinend nicht, also gehe ich mal hier rum. Und hier scheint auch nichts zu sein. Das ist ja toll. Ah, ich kann da hoch. Tja, wo geht's denn lang? So, da.
dann ist hier so ein Versteck. Ah, schlimm. Also hat ja nichts gebracht, ey. Super. Hoppla. Ich werde die Aufnahme jetzt hier gerade mal unterbrechen. Ich muss noch was machen vorher. Wir sehen uns gleich wieder.